herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play-Projekt auf meinem YouTube-Channel GamerChaos. Ich bin David, aka The Founder of GamerChaos, und das ist der kleine Casanova namens Doktor. Oder Philipp einfach. Der kleine Casanova, der am Märzen aufreißt. Ich reiß euch alle auf. Wieso genau mussten wir die Aufnahme nochmal machen? da ist vielleicht was passiert. Wir haben so gerade so eine Aufnahme gemacht, da hat er denselben Scheiß gesagt. Er so, eine neue Aufnahme, das passt gar nicht, jetzt machen wir es durch. Also, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Egal, zum zweiten Mal. Ich bin spontan. Spontan dumm, ne? Ja, danke, dass du mir da redest. Ja. Zum zweiten Mal werde ich euch jetzt nicht, sorry, ihr habt es erstmal nicht gehört. Aber ja, wir spielen heute, ihr hört es vielleicht schon an Sound, das ist die NES Classic Mini. Das ist ein Remake von der ersten Nintendo-Konsole, die NES. Wie damals das hin. Die sah so aus, natürlich so größer. Also die Breite von dem Ding hier entsprach ungefähr der von der Cartridge, um das mal zu wissen. Da so schwer? Ich höre die Kamera, das ist das Ding hier. Und dann haben wir noch dieses Ding hier. Das ist der Controller, ne, das sah damals so aus. Zwei Tasten, ein Steuerkreuz. Ja, der hat hier A, B, Steuerkreuz und so weiter. Die, okay, schon noch Start und original große die Dinger. Und wir spielen heute Super Mario Bros. Das war das erste Nintendo Mario-Spiel überhaupt auf der ersten Konsole. Es gab davor so ein paar Mario-Teile damals für die PlayStation. Denn ja, es gab mal einen Prototyp von der PlayStation, auf der Nintendo-Spiele liefen. Und ganz am Anfang, bevor die NES erschienen ist, ja die erste Konsole von Nintendo, hatte Nintendo einen Vertrag mit Sony. Und die hatten einen Prototyp entwickelt von der Konsole, die mit Disc läuft. Und auf der lief auch das Alice ein Mario-Spiel. Ist aber saurar. Ich glaube, die gibt es vielleicht 4-5 Mal auf der ganzen Welt, diese Prototypen. Also mussten sehr viel Geld investieren, wenn man so eine haben müsste. Genau. Nichtsdestotrotz, Super Mario Bros. War dann das erste Mario-Spiel, was man zu Hause spielen konnte. Davor gab es natürlich noch Arcade-Hallen, weil das war das erste, was man zu Hause spielen konnte. Und dementsprechend war das damals so revolutionär, heutzutage, naja, 8-Bit, 16:3 Grafik, so eine alte Zeit. Und wir werden den Klassiker jetzt zocken. Ich meine, man denkt, das war das allererste Mario-Spiel überhaupt, bevor es irgendwas anderes gab. Das ist so ein Wahnsinn, ne? Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde darüber weiterlabern, weil das Ding sozusagen das Kind von Nintendo ist. Ich spiele jetzt mit einem Kind von Nintendo sozusagen. Ja, gut. Das hat so viel Pädophiler. Du meinst einen Klon vom Kind. Hast du denn schon mal eine. Hast du es mal das erste Nintendo-Spiel gesagt? Hab ich nicht. Wirklich noch nicht. Also das ist. Man merkt, dass es kein so großer Nintendo-Fan wie ich. Doch, ich hatte so. Also ich bin zwar ein Nintendo-Fan, okay, ich bin wirklich nicht so groß wie du, aber ich hatte einen 3DS, beziehungsweise habe ihn immer noch und habe einen Nintendo DS. Ah, hab du auch schon Super Mario gespielt? Also, das ist toll. Dafür, meine lieben Leute, einmal ganz fett. Nicht applaudieren. Deutsch. Schwer. Nee, ist ja nicht vergessen. So, wir fangen, würde ich sagen, mal an. Mit dem. Ja, mit dem eigentlichen Spiel. Mit Super Mario Bros. Da habt ihr eingeschaltet. Das erste Let's Play im Jahr 2020. Starten wir mit einem schönen Retro-Let's Play. Ja, warum nicht? Ich muss sagen, wir labern nicht weiter rum. Sondern wir fangen auch schon direkt an. Da haben wir das gute Ding, New Super Mario Bros. Wir machen das Ganze im. Moment. Nein! Geil verkackt. Jetzt habe ich das im Singleplayer gestartet. Das ist doch so ein Müll. Ich hab's herausgefunden. So, zwei Player gehen. Let's. Nochmal gern verkacken. Du willst sowas. Das Ding mobbt mit. So, jetzt, let's a go mit dem ersten Level. Here we go. Let's start. Ha, ich sag mal, damals kompliziert. Ah ja. Die Frage ist, wo bist jetzt du, ne? Dual Player, man merkt's. Ja, eigentlich müsste es. Ich hab doch zwar jetzt ausgewählt, oder nicht? Keine Ahnung. Also noch einmal, wir machen es jetzt hier, damit ihr mal merkt, was es eigentlich für ein Rotz ist. Also, man geht hier auf 2, drückt auf Start. Jetzt bin ich doch Multiplayer. Ich glaube, man kommt erst später. Ich glaube, das erste Level muss alleine meistern. Aber das toll. Ist eh, das kennt man in- und auswendig. Richtig toll. Ja, das ist ja wirklich der Klassiker.
Was ist da? Also wer das erste Level nicht auswendig kennt, das dann in der zweiten Röhre ein Pilz ist und das ist Est. Zweiten Röhre vor allem. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, das erste Level, das ist eigentlich so vorhersehbar, da betrifft da nichts mehr. Ja, aber die Altsteuerung ist auch irgendwie noch geil. Ja, das hat richtig Retro. Mhm. Ja. Ist das geil, also das ist wirklich der Inbegriff von Retro. Feuerblume. Da haben wir Feuerblume. Ich sehe schon die Hate-Kommentare von den ganzen Patrioten, die schon 50.000 Mal durchgespielt haben. Ja, toll ist. Also das Spiel ist einfach nur was Retro ist, ne? Ja, das hat jeder schon durchgespielt, das kennt jeder. Das ist Noobs, die einfach Retro-Games zocken. Da oben gab es die Feuerblume, ganz genau. Das weiß man einfach auswendig. Aber auf dem Nintendo-Kanal, finde ich, da muss sowas auch mal gebracht werden. Das ist einfach Fakt. Also ich kann keine Nintendo. Das noch nicht gebracht. Nein, ich kann kein Nintendo Switch geben, wo es noch nicht das erste Super Mario Bros. Gab. Sei verdammt, Alter. Ich kann's einfach nicht. Warte, war da nicht. Vor der Schlucht war da nicht ein Riesenpilz drin? Wo? Wait, geh nochmal zurück. Das ist auch eine Sache, bei der die im ersten Teil nicht geht. Man kann nicht zurückgehen. Stimmt, ich hab da mal fest, Alter. Das stimmt. Da war egal. Da kann man richtig gut durchrushen. Braucht man nicht. Ich weiß immer noch sogar, wie man die Flagge wegfetzt. Aber man ist aber legendäre Weise beendet. Nicht. Legendäre Weise. Ja, aber wie gesagt, das erste Level, man kennt es einfach nicht, das ist. Mal sehen, hoffentlich kommt jetzt Multiplayer hinzu, werden es gleich sehen. Gib uns noch eine Röhre. Ich muss mal die Rohre verlegen, ne? Drück du mal irgendwelche Tasten? Durch. Bei dir geht gar nichts. Nee, gar nichts. Hä, aber ich hab Multiplayer ausgewählt. Keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach nur zu kacke dazu. Dann wechseln wir jetzt einfach ab, das dritte Level machst. Wobei, das Ding ist, eigentlich spielst du lieber du, weil du hast mehr Skills. Ach, ich glaube, du hast sogar fast mehr Skills wie ich, ne? Kann gut sein, ja. Weil das Ding ist, wenn man verreckt, bei dem Spiel wird man zum Teil erst am Anfang zurückgesetzt. Ja. Ich raste auch nicht so aus wie du, hoffe ich. Also ich am Scheißtag. Aber wie gesagt, die ersten, der will ich jetzt noch wirklich einfach, also die kennt man. Warte, eine Frage. Gibt's diesen Drehsprung? Nein. Das Level kann ich auch noch als wirklich einfach gehalten. Es gibt nichts an besonderen Sprüngen oder Ähnlichem. Oh, okay. Das Spiel wird trotzdem, man meint es so einfach, trotzdem wird es irgendwann wirklich hartnäckig. Warte. Vor allem, wenn man einfach irgendwann auch nicht mehr zurück kann. Ein Wandsprung? Gibt's mal? Nein, der kam nicht mal ein Wandsprung. Kam erst viel später. Boah, okay. Items gab's damals, bis auf die paar, die wir hier sehen, auch nicht wirklich viel mehr. Kann man da hoch? Ich weiß nicht mehr. Ja, da gab es zumindest einen Pilz, aber der kommt hier vorne raus. Glaub ich. Irgendwo gab es hier auch ein Seed. Ich glaube, das war sogar da oben, dass man das in eine andere Welt direkt teleportieren könnte. Lol. Aber das, wir wollen da nicht auf Seed setzen. Weil sonst wären wir quasi so direkt am Schiel. Oder am Tod. Ah, den ersten. Das ist so unnötig in dieser Welt. Vor allem, ich wusste, dass das kommt. Du bist einfach unnötig in dieser Welt. Ah, wenn man verreckt, kommt der andere Spieler dran. Ah, geil. Das ist doch mal nett. Warte, erstes oder zweites? Okay, ich drehe keinen. Übrigens, das erste Level, ne? Oha, wie ich jetzt... Ah, jetzt hast du deine Versuche ab dem ersten Level. Geil. Echt? Das ist das erste Level. Ich verstehe zwar nicht für sowas, aber das ist doch bescheuert. Das brauchen wir noch ewig, bis wir es durch haben. Ja, Partner, Spaß. Oder wir machen einfach im Singleplayer und wechseln uns dann immer ab. Weiß nicht, so ist auch ganz cool. Ja, weil werden wir das Spiel noch nie fertig bekommen, immer vom... Anfangen. Ja, okay. Oder? Warte. Mann, warum ist das so simpel? Es gibt keinen besonderen. Mann. Ja, das ist wirklich, wirklich simpelst aufgebaut. Ich hab's übrigens euch breit gezogen, weil ich fand den 8, den 16 zu 13 so geil. Man wird auch gleich resettet, ist ja. Und, deshalb war das einfach 16 zu 9, also das Breitbild. Finde ich persönlich angenehmer, auch zu hauen, deshalb. Ja, bist halt auch richtig breit, wie immer. Aber Breitbild. Facecam habe ich mir das lange überlegt, weil eigentlich bei Retro-Projekten habe ich es immer, aber ich denke, Facecam wäre schon lustig, weil... Ja, wäre schon lustig, gerade bei so einem Spiel darauf zu reagieren. Warum bin ich so scheiße geworden? Ich mach, aber da muss jeder seinen eigenen Rotz machen. Kritisch, ich bin so scheiße gerade. Ich finde diese Musik von dem Keller immer so geil. Ja. Hüllen, whatever. Was? Ich war da noch drauf! Dann weißt du absolut nicht, du bist voll dagegen geklatscht. Aber ich hab einfach gesprungen. Man kann ja mehr nicht machen in diesem Spiel. Sprinten. Das fängt eher wieder mit der ersten Welt an. Ich finde aber doch, es ist witzig. Ist ja nicht von vorne. Wenn man da sehen kann, ich weiß, wenn man da sehen kann, wer als erstes ins Ziel kommt. Oh.
Also das ist echt eine gute Idee, da sieht man wirklich, wer das Spiel als erstes zu Ende macht. Naja, wir haben eine lange Nacht vor uns. Ja. Wir bekommen das durch. Wie lange dauert das Spiel so? Weißt du das? Boah. Knapp. Ich glaube, die Spielzeit war gar nicht mal so lang. 2-3 Stunden wahrscheinlich, oder? Übrigens, die Fahne müsste 1 nach oben. Wie bitte? Die Fahne muss 1 immer nach oben. Also. So, ganz grob, also nicht nach unten. Tipp, 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 tipp. Ich auch. Danke. Da bedanke ich mich. Nicht. So, nochmal, was da vorne steht. Es ist hier übrigens am 13. September 1985. Okay, lol. Ich hab den gleichen Fehler wie du gemacht. Ist da was drin? Bist? Das ist übrigens ein Fehler. Der steht für Famicom. Das war aber nicht die NES. Scheiße. Alter, ja, das war die SNES. Ich bin so scheiße. Hilf mir. Ich bin jung, pleite und einfach nur verzweifelt. Hilf mir bitte. Oder war... Ah, nee, vielleicht bin ich sogar Rest mehr dumm. Aber... Nee, ich glaube, das hier ist alles nix für den Spiel. Du bist gerade dran. Soll ich für dich zocken? Ich bin dran, Alter. Mach es weiter. Du bist dran. Egal, wir werden schon herausfinden. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich glaube, ja. Ich versaue mir gleich, wie viel Party der Nintendo dafür gebraucht hat. Weil das immer ein großes Idol. Wert. Mal schauen, ob du es jetzt schaffst. Oh, er hat es geschafft, Bruder. Muss los. Ja. Ich habe es ja vorhin One Try alles geschafft. First Try heißt das? Ja. Also das ist sowas von fucking close. Ich kann das. Man hätte auch hochgekommen, 20 Punkte gewesen. Egal, oder? Ich gehe unten lang. Also in New Super Mario Bros. Kann ich halt. Das ist so geil, dass ich fahren bedürfte. Das Geile ist, man kommt vom Game Over bis von vorne anfangen. Das heißt, das Game ist ganz so ein. Ne, heißt immer so, dass wir hier vielleicht jetzt allzu scheiße sind. Ja. Aber es hilft was dagegen. Und das machen wir auch. Ist ein bisschen getrickst, ne? Ne, tricksen tun wir nicht, ey. So, sorry für einen kleinen Cut. Da, ich glaube, der ist mir gerade beim Rendern von den, der Aufnahme gerade passiert. Mich. So. Du bist so ein kleiner Cheater. Sie werden es alle erfahren. Ich sammle doch bitte die Münzen, Alter. Digga, wozu? Money, money, money. Ha, die Gumpas sind alle selbst im Tod dran. Das Gumpas. Ist immer so geil in dem ersten. Ja. Die grünen Gumpas auch. Die sind einfach komplett verdummt. Na, ich wollte mir den Piss holen. Der war mir jetzt lustiger als die Münzen. Da holt ihr doch danach die Münzen. Ne, man kommt da nicht mehr zurück. Er hätte mal schon. Hä? Alter. Willst du mich verarschen? Ja, Junge, wenn ich schon auf dem Grundding oben drauf gewesen wäre, hätte ich nicht mehr zurückgekonnt. Ja, du hättest ja danach noch die Münzen holen können. Nein, weil da, man hätte ja nicht mehr zurückgekonnt zu den Münzen. Ei, blöd. Ach, egal, vergessen wir es. Ja, das ist immer mit erstmal Steuerung gewöhnt von der ersten Konsole. Also, ich glaube, ich werde nie oben an die. Man kann ja auch keinen langen Sprung oder sowas Ähnliches machen, ne? Das ist. Doch. Ja, wenn man länger drauf bleibt. Aber nur relativ. Diese krassen Sprünge, die ist. Erstes Castle. Du kannst ja auch rennen, wenn du es könntest, mit B. Nicht? Ja. Damit schaffen wir auch die langen Scheiße. Sprünge. Da wären da dann Feuerblumen drin gewesen. Puh, sogar das hat nicht mich geschafft. So optimistisch, das ist Renn! Okay, das kann man unfair sehen. Okay, jetzt bin ich dran. Das Spiel wird noch. Für uns beide, oder? Ich glaube, wenn wir jetzt das Game Over haben, werden wir wirklich darüber schwitzen, dass. Na, mal sehen, ob es von vorne anfangen muss und wie weit du kommst. Wobei, ich finde das so eigentlich witzig, weil es jeder einfach vorarbeitet, ne? Ach, scheiße. Ist ja das Ding? Nee, ich finde es so eigentlich erst witziger. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass man dann nicht mehr zurück kann. Ja, es ist echt gewöhnungsbedürftig, ne? Dass man da nicht mehr zurück kann. Scheiße. Na, toll. Es ist nervig, klein zu sein. Auch in Real Life. Uff. Ja. Kann ich die killen? Ich kill die mit dem Koopa, okay? Hilf mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Alter, stelle ich mich gerade wie Noob an. Ja, weil du vorne bist. Uff, Zerz. Links habe ich den First Try geschafft. Mal sehen, ob du das jetzt hier schaffst. Da ist das.
Wie räudig ist das? Das ist witzig. Die sind so scheiße. Meine sind gut. Was für ein Bett? Ich glaube, wir müssen ganz vorne anfangen, ne? Ja, wir sollten es einfach neu starten. Einfach vergraben gehen. Ja, ich glaube, das ist ganz lustig, wenn wir es so weit machen. Ja. Weil da sehen wir einfach, wie weit wir kommen, ne? Okay, lass nochmal machen. Aber! Ich sollte mal gescheit spielen. Jetzt mach mal. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part. Ist mich verarschen. Ja. Doch. Das ist, finde ich, eine gute Stelle, den ersten Part aufzuhören. Du hältst mir eine Moralpredigt. Man muss Content bringen und darf nicht schneiden in einem Gameplay. Und dann spielen wir ein halbes Level verrecken und cut ist es instant in zwei Parts. Junge, das ist 10 Minuten lang. Was geht denn bei dir ab? Bro, das sind 15 Minuten. Das ist doch kein scheiß Gameplay. Das ist die gute Länge von paar. Halbe Stunde ist eine gute Länge. Ja, ich mal immer so Viertelstunde, 20 Minuten. 20? Ja, 20. 20. Nanometer. Nein, diese kleinen Kinder zuschauen. Naja, also Mama, das war der erste Part zum Aufwärmen. Im nächsten Part geht es dann zu richtig los. Richtig so? Ja, richtig, richtig. Also, Bruder, das war's mit dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Loverboy sagt adios, amigos. Adios. Y buenos dias. Schau,